Schermaschelie, willkommen zurück zu einer Folge Bucky, ist ja wohl schon auf den Arsch. Aber ja, zuerst machen wir einen kleinen Pokémon-Kampf gegen, hier einen meinem Lieblingsrivalen hier, dem Fracky, dem Fraxo, dem Netrox. Sein Kanal ist verlinkt in diesem Video. Jo. Dann oben, das flackert hier ein bisschen, kann ich das vielleicht... Ja, so scheint's besser zu sein. Na gut, hoffen wir es mal. So, der hat ein U-Bahn drin. Das kann ein interessanter Kampf werden. So, hier. Dann leaden wir mal hier mit einem Zoroark. Ja, ich habe ja ein paar neue Pokémon drin, die ich mal ausprobieren möchte. So, dann. Ja, so soll es funktionieren. So, ich hoffe mal, dass hier jetzt nicht allzu sehr flackert. Sonst ist übrigens aus, ich tue ja selbst an einem Blenden, einschließlich meiner Stimme. Die Stimme wird per PC aufgenommen, nicht per Kamera. Per Kamera habe ich schon mal probiert, das hört sich scheiße an. Da, die Kamera passt sich an. Oh Gott. Es hat da gerade... Ja, das gibt Linien. Da kommt er mit seinem Shiny Gala Gladi. Dann gehen wir mit Marco Hipster rein. Oh yeah. Nee, das ist Zoroark. Mal gucken, ob er drauf reinfällt. Ich glaube, ich gehe für eine Finsteraura. Ja, spätestens jetzt soll es ihm auffallen, wo wir outspeeden. Oh, das hat erstaunlich wenig gemacht. Sehr wenig sogar. Ja, jetzt hat er aber schon gebissen. Der hat wirklich geglaubt, gehen wir mal mit einer Finte rein. Gucken, wie er jetzt reagiert. Er wird jetzt wahrscheinlich schon begriffen haben, dass es sich dabei nicht um ein normales, Dings handelt. Hab den Namen vergessen. Ja, er hat's begriffen. Er hat eine Kampfattacke eingesetzt. Jo, Fokusstoß. Aber ja. Ja, es hat schon mal seinen Sinn getan. Irgendwie ein bisschen. So. Dann brauchen wir ein Pokémon, das mit hundertprozentiger Sicherheit schneller ist. Was hätten wir da? Das normale Marco Hipster würde nie mehr reinkommen. Ich würde mal sagen, wir gehen mit Espada Nummer 64 rein. Nee, Fall. 64 vor allem, nicht nur Nummer 6. Torch of Marathon, und damit wollte ich reingehen. So, Torch of Marathon sollte, glaube ich, schneller sein als Galagladi. So, noch in der ersten Runde macht es jetzt nicht allzu viel Schaden. Wir machen mal einen Knirscher. Ja, genau, es hat ja nur nicht Attacke. So, passt sogar. Ja, ist schneller. Perfekt. So, und diese Runde sollte es sich dann auch in Flammen setzen. Dann, Fracky, dein erstes Vieh wäre kaputt. Und Torture from Elfman ist angezündet. So, schade, ich habe mir von Zoroark als Lead eigentlich mehr erhofft. Aber es hat ja irgendwie funktioniert noch. So, was? Ah, der kommt jetzt mit Garados rein. Garados ist Wasserflug. Flug ist gleich allerdings weg und er wird seinem Unlicht wie. Wir machen trotzdem mal den Stromstoß. Dank Adrenalin machen wir jetzt mehr Schaden. So, ja, jetzt wird es noch vierfache Stärke haben. Okay, gut. Ranel ist sofort draußen. Boah, weil Ranel hätte für uns noch große, große Probleme machen können, Leute. Wirklich große. Ihr glaubt mir nicht, wie große. Also, an dem Vieh sind schon einige Kämpfe gescheitert. Wenn wir ganz viel Glück haben, kommt er jetzt direkt mit. Ja, mit Genesekt. Entweder ist es Genesekt oder ist es sein Zoroark. Ich weiß nicht, hat er seins dabei? Glaub schon, mal gucken. Was haben wir hier noch dagegen? Genau, dagegen haben wir Marco Hipster mitgenommen. So, Torch of Mason kommt zurück. Das ist das wahre Marco Hipster. So, Käferstahl, glaube ich. Ja, Genesekt ist auf jeden Fall stärker als wir. Er kann jetzt da nicht mehr raus und wir sollten den Schaufel auch tanken. Ist nicht Step, er ist nicht geboost. Boah. Das war sein Zoroark. Okay, dann gehen wir mit dem Steigerungssieb. Och nee, come on. Komm her, Paul. So, hier kommt der Steigerungssieb. Bam. Aber wenn wir ganz viel Glück haben, ja, das war sein Zoroark. Sollten wir jetzt auch schon gewusst haben. So. Was wollte ich jetzt nochmal einsetzen? Ja, komm, gehen wir für noch ein Steigerungssieb. Ich weiß nicht, Genesekt hat... Ich hätte es daran merken sollen, dass ich nicht den Download hatte. Das war einfach so dumm gerade. Na gut, egal. Wenn es jetzt... Ah, Kratzfurie. Okay. Passt. Na, wenn wir ganz viel Glück haben, geht er jetzt mit seinem richtigen Genesekt rein. Wir sind plus 2. Genesekt hat keine Robustheit, sondern Download sollte es haben.
Ja, wir sind halt plus 2 und wenn wir jetzt noch... Okay, hat Gruppschall gesetzt. War keine intelligentere Idee, denn wir haben Donnerschlag und Feuerschlag. Wir tun ja aber nicht One-Hitten. Ich weiß nicht, würde er für den Boost gehen? Das ist jetzt die Frage. Wir können auch jetzt noch einen Steigerungshieb hinterher setzen, genau. Ah, geht für den Aero Ass. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Das ist ungeboostet und Aero. Oh. Oh, oh. Das hat aber Schaden gemacht. Der Steigerungshieb macht da einfach gar nichts. Und da geht jetzt für noch einen Aero Ass. Damit hätten wir dann ein Problem. Weil dann haben wir nichts dafür sein Genesekt. Ich werde an der Stelle einfach mal Makypster opfern und hoffen, dass es keine schlechte Entscheidung war. Dann Donnerschlag macht vierfachen Schaden bei dem Vieh. Er setzt noch eine Aero Ass ein. Okay. Makypster, es war schön die... Oh! Oh, wow! Ja, wir Krupscher auf jeden Fall auch noch weg, weil, ja. Hier, Makypster war eigentlich ursprünglich als Counter für Krupstall gedacht. Deshalb hat es mich jetzt auch gewundert, dass Makypster mit so großen Problemen hat. Und jetzt kommt Palim Palim. Palim Palim hat eine Feenattacke. Jetzt die Frage, was schneller ist, Makypster oder Palim Palim? Palim Palim weiß ich aus Erfahrung, dass es schwach ist. Palim Palim sollte psychonormal sein, wenn ich mich nicht irre. Da gehen wir für ein Fail. Nee, kein Steigerungstipp. Schlechte Idee. Wir könnten Makypster noch als Free Switch aufbewahren. Wir könnten jetzt stattdessen reingehen mit einem anderen Pokémon, dem die Feenattacke recht wenig ausmacht. Weil ich weiß ganz genau, mit was es jetzt kommt. Nee, ich werde mal Makypster opfern. Wenn schnell ist, machen wir dem Vieh noch etwas Schaden. Ja, dann gehe ich mit dem Eistieb. Das ist, glaube ich, das, was hier am... Ja, Schauberschein, das hat outspeedet. So, das ist egal. Dann gehen wir jetzt wieder mit Marathon rein. So, komm. Touch of Merton. Du bist drin. Oh yeah. Wir sollten jetzt aber ein großes Problem haben mit Genesekt. Das ist nicht so fein. Genesekt ist sein letztes Pokémon. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden er damit jetzt noch anrichten kann. Ich weiß nicht, ist Palim Palim sollte kein Teil viel sein, oder? Wenn dann ist das jetzt nur... Nee, das hat gereicht. So, dann... Mit Torch of Merthyn. Ich weiß nicht, wie viel Schaden Genesekt nachher machen wird, wenn es outspeedet. Wenn es nicht outspeedet, ist es Elektrokäfer oder Stahlkäfer? Ich weiß es gerade nicht. Er wird jetzt auf jeden Fall für den Donner gehen, so wie ich ihn kenne. Oder? Nee, macht er doch nicht. Dann mal gucken, wie viel Schaden Flammenwurf dealt. Ja. Womit gehen wir jetzt rein? Milotic wird vom Donner direkt kaputt gemacht werden. Was für Attacken hat hier Spider Number 6? Schmarotzer. Tauschen uns mal rein. Ich weiß nicht, wie viel Schaden Schmarotzer jetzt machen würde. Aber es hat einen Boost bekommen, so viel wissen wir. Komm. Dann machen wir den Schmarotzer. Kehrtwende wird recht wenig Schaden machen. Oh. So viel zum Thema, es wird recht wenig Schaden machen. Aber der... Och. So kann die Runde natürlich auch laufen, also ich habe dagegen nichts. Ah, der Hex war natürlich gegen Fracky. Schade, schade. Na gut, witzig wäre es natürlich, wenn er jetzt auch einen Volltreffer landet. Die Kehrtwende, wie viel Schaden macht es. Und... Nee, nee, schade. Wäre noch witzig geworden. Na gut. Wracky, ja, du hast gut gekämpft. Dein Arceus hast du ja gestern schon erhalten, dein Shiny Arceus, mit einem anderen Team. Aber das war ein guter Kampf. GG, Wracky. So, das Kampfvideo wird gespeichert, so wie immer. Ja, der Wracky ist bis jetzt der hat mir die besten Kämpfe geliefert. Schade, ich hatte gehofft, es wird wieder etwas knapper werden. Dann ja, aufhören. Werde ich mir noch einen Toll senden. Und das wär's dann hier mit dieser Aufnahme. Ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen, Leute.
bis dann. Ciao.